Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 1064. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Ja, neben mir steht ein Van. Ja, es ist wunderschönes Wetter mal wieder. In echt natürlich nicht, deswegen haben wir es hier ja so schön. Und das hier haben wir in der letzten Folge gebaut. Es ist natürlich, wie ihr sehen könnt, ne, noch nicht fertig. Aber ich habe mir gerade mal hier noch einen Ofen gemacht, denn ihr seht ja eventuell, da fehlt noch das ein oder andere. Und zwar vor allem Fenster. Es fehlen noch ein paar Kohleblöcke und auch noch ganz viele andere Sachen, natürlich. Aber vor allem fehlen jetzt erstmal Fenster. Und das Gute ist, dass hier natürlich super viel Sand überall ist. Bedeutet, wir werden jetzt ein bisschen weiter weglaufen, damit wir es hier, wo es schön ist, nicht kaputt machen. Und dann vielleicht da hinten oder so, wenn wir uns dann den Sand holen. Dann können wir es direkt in den Ofen schmeißen, während das dann brutzelt. Ich bin so excited, ich habe so Lust, das zu bauen. Ich kann schon gar nicht hinterher mit dem Reden. Spaß. Während das dann brutzelt, können wir so lange weitermachen mit Einrichten und andere Sachen holen, weil wir brauchen ja auch noch eine Tür oder mehrere. Wir brauchen Möbel, wir brauchen ein Bett und so weiter. Und ich würde das eigentlich gerne so bauen. Okay, ich habe eventuell ein bisschen zu viel Sand geholt. So viel brauche ich niemals. Aber besser zu viel als zu wenig, deswegen alles easy. So, bumm. Das kann brutzeln. So, ich möchte, und da ist auch schon mal ein kleines Problemchen. Was wollte ich jetzt? Achso, genau. Ich wollte erstmal mit dem Eisen. Das Doofe ist, ich muss es jetzt quasi. Okay. Ich muss es wasten, weil ich nicht weiß, ob es aussieht. Das Doofe ist, ne? Im Default sind die hell silber und passen eigentlich perfekt dazu. Das passt jetzt. Naja. Naja, das könnte man jetzt auch als Eisenverschwendung betiteln. Das ist jetzt schade, aber gut. Ich musste es testen, woher soll ich sonst wissen? Aber wir haben auf jeden Fall noch ein, zwei andere Möglichkeiten. Ich brauche dringend eigentlich eine andere Holzart, weil ich möchte eigentlich Spruce oder Dark Oak am besten für die Tür haben, auch wenn das natürlich eigentlich keinen Sinn macht. Was gibt es? Es gibt keine weißen Türen, ne? Das weißeste oder das hellste ist Birch. Ist halt auch nicht weiß. Lass mich überlegen, was können wir machen? Wir könnten es einfach lassen. Wir könnten, ich weiß tatsächlich, was wir machen können. Wir können, ich weiß nicht, ob es geht, aber nehmen uns eine Tür. Und dann machen wir so. Und so. Als ob das nicht funktioniert. Was? Kann keine schwebenden Türen existieren oder was? Das finde ich frech. Das finde ich blöd. Das hätte ich anders erwartet. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Kann ich das tricksen? Kann ich nicht, aber. Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, dann müssen wir uns eventuell irgendwie einen Faden oder so organisieren. Ist natürlich toll, dass ich die ganzen Sachen immer weggeschmissen habe, weil ich sie ja nicht brauche. Aber das können wir theoretisch machen. Dann können wir da einfach so eine Tür dran setzen. Und dann haben wir theoretisch eine Schiebetür, weil das ist ja eine Schiebetür bei so einem Van. Und dann funktioniert das, glaube ich. So. Nee, den. Aber nicht mit der Spitzhacke. So. Bumm und bumm. Wunderbar. Da müssen wir natürlich hier oben das noch draufsetzen. Hier müssen wir aber auch generell noch mal ein bisschen dran. Weil ich bin noch am Überlegen, ob ich jetzt hier das komplett aufmache. Also ob ich es so zubaue. Oder ob ich es so zubaue. Ich glaube so, oder? Ah, ist schwierig. Schwierig. Warte mal, die beiden nicht. Da kommen nochmal Treppen hin. Ich weiß auch nicht, ob wir genug haben. Vor allem, wenn ich so baue, haben wir auf jeden Fall nicht genug. Bum, 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 bum. Bum, bum. Okay, dann können wir auf jeden Fall noch welche machen. Wenn ich nicht sogar noch irgendwo schon welche habe. Nee, natürlich nicht. Gut, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Badum. Sehen Sie sich Ihre Punkte an. Als Maul. Was für Punkte, Junge. So, dann muss ich eigentlich nur noch so machen. Dann sollte das ja funktionieren.
Das sieht gut aus. Und dann hier machen wir das genauso. Und dann machen wir hier so. Und dann haben wir doch schon mal ziemlich viel Platz. Das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt bin ich echt überlegen, ob ich den nicht einen breiter baue. Also es ist realistisch, weil der ist 2 Meter breit, das Modell, was ich gern hätte. Aber in Minecraft bringt mir das halt weniger, weil man dann nicht so gut bauen kann. Habt ihr nicht gesehen? Ist nie passiert. War von vornherein so geplant und auch es wurde auch so gebaut. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also, der war von Anfang an 3 breit. Ne? Also, ich glaube, ihr stellt euch ein bisschen an. Ja, süß. Bum, 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 bum. Das ist ja jetzt auch wieder typisch. Dann müssen wir nochmal ganz kurz so machen. So machen. Wo ist die? Hier ist der Reifen, oder? Ja. So, so, so. Und hier ist der Reifen, oder? Ja. Und es passt sogar mit den Slabs, aber natürlich passt es jetzt oben nicht mehr. Das ist klar. Aber das ist nicht unbedingt so schlimm, weil wir haben ja noch ein bisschen, wir können das ja auf jeden Fall noch nachrüsten, sag ich mal. Halt auch wieder nur 2. Das ist halt auch wieder so eine doofe Anzahl, dass es sich eigentlich nicht lohnt, welche dafür zu craften, weil es wieder Verschwendung ist, aber wir haben ja keine Wahl. Hör doch auf! Zack. So, wie hatte ich es denn? Ich hatte hier eine Wand und hier eine Wand und hier eine Wand, ne? Ja, genau. Okay. Dann brauche ich noch einmal kurz 2 Trappies. So und so. Dann brauche ich noch einmal kurz... Es gibt auch noch die Idee, dass man sagt, man macht das hier so und baut den Rest dicht. Dann hat man nämlich quasi diese Fenster, die in den Türen eh drin sind. Man kann also rein und raus gucken, aber halt nicht durchgehen, weil es halt nicht geht in Minecraft. So, aber das können wir auf jeden Fall noch machen. Wäre natürlich cool, wenn man jetzt hier drin auch noch Glas reinsetzen könnte, aber kann ich auch verstehen, dass das nicht geht. So, okay. Slabs brauchen wir noch. Dann haben wir auch wirklich das komplette Quarz schon wieder verbraucht. Das ist der Hammer. Weil so viel habe ich ja eigentlich gar nicht. Ne? Also. Hättet ihr gedacht, dass das so viel Quarz frisst? Ich nicht. So, hier haben wir 2 Sitze. Und dann, jetzt geht's nämlich ab. Meine Idee ist es, ich gehe jetzt mit euch mal durch, wie ich in Zukunft irgendwann in echt mein Van bauen werde. Und wenn wir das dann wirklich irgendwann machen, gibt's natürlich ein YouTube-Programm dazu, also ein Format, wo ich das begleiten werde. Deswegen mal gucken, ob sich da noch viel dran ändert. Ich könnte es mir vorstellen. Ich hoffe nicht. So, mein Plan ist, hier ist der Fahrersitz natürlich. Die beiden Sitze kann man umdrehen. Bedeutet, der hier könnte auch quasi so sitzen. Dann würde ich nämlich hier gerne einen Tisch hinsetzen. Hier dann noch einen anderen Stuhl, dass man hier so eine Sitzecke hat. Lass mich mal kurz gucken, ob ich das auch schon alles so Ja, das wollte ich machen. So bauen kann. Nein, ich muss mal eben in meine neue Bleibe. Gucken, ob ich da noch ein paar Materialien habe. Dann können wir eventuell weitermachen. Irgendwie finde ich, der schwimmt hier langsamer. Oder? Also wir sprinten gerade unter Wasser. Wenn es nach oben geht, geht es schnell. Aber so ist es irgendwie komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. So. Wir haben noch super viel Glas. Ist auch wieder typisch, weißt du? Leitern braucht man noch. Das ist tatsächlich ein guter Call. Und auch jetzt brauche ich eigentlich wieder irgendein anderes Holz. Aber hier ist halt weit und breit gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ich brauche nur einen scheiß Sprucebaum, dann bin ich schon zufrieden. Ich gehe mal eben ein paar Raketen waste ich. Nur um mal kurz hier zu... Okay, da ist Dark Oak. Okay. Dann haben wir eventuell Glück gehabt. Ja, komm, dann nehme ich einfach hier einen der ersten. Ich brauche auch nicht viel. Ich habe ihn übrigens vorhin
wieder Nerv eingeklemmt. Im Kreuz, im Rücken, im, ne? Es tut so weh. Und dann war ich noch einkaufen damit. Ich konnte mich so nicht mehr bewegen, als ich die Einkäufe reingeschleppt habe. Das war... Ich hatte gehofft, dass wir jetzt hier vielleicht schnell eine Spinne finden. Dann hätte ich schon mal einen Faden. Aber der Kollege ist leider keine Spinne. Ich glaube, ich spinne. Hahaha. Dann hätten wir... Okay, da ist eine. Komm mal her. Sehr gut. Ich glaube, es sind sogar mehr als einer. Das ist natürlich ideal. Zack. Hier ist echt schön so, auch generell, ne? Birch-Dingens finde ich immer mega, wisst ihr ja. Das hier nehmen wir nochmal kurz mit. Für unsere baldige, eventuelle, irgendwann erfolgende Rückreise. Keine Ahnung wann, aber irgendwann. So, vorne ist unser lautes neues Heim. Und deswegen ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich hier diesen Van hinbaue. Weil ich will quasi das so ein bisschen so tun, als würde ich mit diesem Van wirklich so rumfahren. So, und wir sind halt jetzt mal hier und in ein paar Wochen, Monaten sind wir dann halt nicht mehr hier. So. Ne, weil wir wohnen hier ja nicht für immer. Und wenn ich hier nicht mehr wohne, dann ist quasi, nehmen wir den Van mit. Außer ihn jetzt halt, dass wir ihn jetzt nicht wirklich mitnehmen. So, wie sieht man es weniger? Ich glaube so, oder? Ey, als ob das nicht geht. Ey, scheiß Ding. Dann bitte lass das gehen. Nein, wieso geht das nicht? Boah. Das ist doch blöd. Was soll ich? Soll ich Trapdoors oder was da dran machen? Das, ich meine, das geht auch. Aber. Digga, jetzt rastet mein Handy hier wieder aus, ne? Einmal am Aufnehmen, schon kommen die ganzen Bitches. So könnte man es machen. Aber ist halt nicht so schön. Aber jetzt können wir hier auf jeden Fall den Tisch hinsetzen. Dann können wir, weil der hier gleich fertig ist, die Sachen hier schon mal reintun. In der Zeit kann ich aber auch schon mal gucken, ob ich hier zufällig Wolle habe. Natürlich nicht so aus. Okay. Gucken wir mal, ob wir das unten haben. Jetzt schwimmt der wieder so langsam. Das ist doch ätzend, Digga. Mach doch mal hinne. Was denn mit ihm? Hat der gerade gegessen oder was? Haben wir hier noch Wolle? Nö. Das ist schlecht. Dann müssen wir es anders machen. Guck mal, jetzt ist er viel schneller. Hä? Ist ja dumm. Dann müssen wir es anders machen und Schafe suchen. Da in dem Wald waren Schafe. Ich weiß nur nicht. Okay, wir haben auch noch eine Schere. Dann waste ich mal noch eine Rakete. Wenn wir Glück haben, wenn das Universum auf unserer Seite ist, haben wir 3 mit einem Schaf gekriegt und wir haben exakt eine Scheißwolle von diesem Schaf gekriegt. Jetzt aber 2. Blödes Viech. Ja, ne. Selber schuld, Digga. Gib mir halt mehr Wolle. Wo ist denn der dritte Bruder im Bunde? Die können ja nicht zu zweit nur sein, oder? Hier unten wird doch noch irgendwann eins. Komm schon. Das ist doch blöd. Gudi, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Die Folge ist nicht mehr so lang. Mach mal hin, ich brauche noch eine Wolle. Und ein Bett bauen. Ist er jetzt hier runtergefallen? Nee, ne? Würde ich jetzt auch nicht daraus helfen? Aha, guck mal hier. Ja, und jetzt gibst du mir 3 auf einmal, ne? Du bist auch ein Sack. Zack. Und dann ab zu unserem Van. Ich meine, er sieht jetzt nicht sehr formschön aus. Ne? Also von hier geht's. Aber von hier. Ja. Gut. Ja, was soll's. So, nehmen wir die Sachen mit. Und dann möchte ich das hier wie folgt bauen. Wir machen hier so. Hier so. Ne, streng genommen möchte ich das so machen, dass man den Ofen hat. Und dann hat man aber auch noch eine Arbeitsfläche vor der Tür. Und an diesem Ofen ist dann eigentlich, das ist jetzt ein bisschen doof, weil das hier halt so dick ist, an diesem Ofending ist eigentlich nochmal ein Tisch, der ausklappt nach draußen, dass man hier draußen dann auch sitzen kann. Das kann man jetzt hier natürlich blöd nur zeigen, aka gar nicht.
Deswegen müssen wir es einfach so machen und ihr müsst mir einfach glauben. Und dann läuft das schon. Zack. Machen wir hier noch. Zack. Dann haben wir hier das Bettchen. Streng genommen ist hier eine Wand und dahinter ist ein Klo. In meinem Plan. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht hier noch eine Wand reinzimmern und hab dann noch einen Raum. Das geht halt nicht, weil zu eng. Das Einzige, was ich machen kann, ist so eine Trennung quasi machen. Hier das weg. Das geht sogar tatsächlich, finde ich. Dann nochmal einmal kurz hier raus. Und dann zack. Dann haben wir die Trennung. Schön, wie die Vögel abgehen gerade. Dann haben wir das. Dann müssen wir das hier nochmal rausmachen. Dann müssen wir nochmal so machen. Und dann haben wir tatsächlich hier die The Trennung drin. Dann machen wir hier nochmal so. Und so. Und dann machen wir die wieder weg. Bumm. Geil. Okay, das funktioniert sogar. Und hier wollte ich eigentlich noch einen Baldrin hinmachen. Das passt jetzt natürlich nicht mehr, weil er nach Holz aussieht. Aber obwohl er eigentlich schon, weil natürlich hier, Dings. So geht das nicht. Weil man das natürlich alles aus Holz baut. So, mein Plan ist außerdem, dass man das Bett ausziehen kann, wenn man hier halt pennt. Also so ist es ein breit und dann kann man es ausziehen auf zwei breit. Nachts. So, aber das ist in ungefähr mein Van. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, wie man das baut. Habe ich natürlich nichts von. Okay, ja gut. Das ging doch relativ flott. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Schreibt mal, ob ihr auch so einen Van haben wollt. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.